Wir haben ja eine 8-teilige Fortbildungsreihe und das ist der ganz große Vorteil zu sagen, wir können anders als in einer Eintagesfortbildung, wir können immer wieder den Bogen schlagen und können sagen, was habt ihr ausprobiert, was hat gut funktioniert, was hat nicht geklappt, was könntet ihr anders machen. Und genau dieser Bogen ist die Chance. Deswegen ist es wichtig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich einen großen Teil der Tage besucht haben, um dann auch mitzunehmen, was sie brauchen. Also hier Wachsen mit Musik ist ganz speziell für die Mitarbeiterinnen in Kitas. Das heißt, es geht los im Krippenalter genau genommen über die 4-5-jährigen Vorschulbereich bis hin zu Hort, ich würde mal sagen 8-9-jährige. Die elementare Musikpraxis generell erstmal, finde ich, ist schon für jede Altersgruppe, für jede Zielgruppe eine sehr bereichernde Art, sich mit Musik und Bewegung und Sprache auseinanderzusetzen. Jetzt haben wir aber hier ja auch noch die Ebene der Erzieherinnen und Erzieher, die in der Anwendung mit den Kindern das vermitteln sollen. Und die müssen natürlich erstmal auf ihrem Niveau auch wieder diese Freude oder diese, ich möchte fast sagen, Leidenschaft entwickeln, um die eigene Spielfreude da auch wieder in den Vordergrund zu bekommen. Denn nur wenn ich selber Freude an irgendetwas habe, habe ich auch eine Chance, diesen Funken überhaupt zum Überspringen zu bringen. Es ist für uns eigentlich immer ganz gut, wenn wir in so Gruppen sind, wie jetzt diese, und es ist ja eine feste Gruppe jetzt, dieses ganze Projekt hindurch, und man lernt voneinander. Man kann viel miteinander besprechen, man schaut auf den anderen, und das ist natürlich auch, ich sag mal, ein kleiner Schatz einfach. Ich kann zwar Instrumente oder den Takt halten oder sowas, aber ich weiß ja nicht, wie bringe ich es Kindern rüber. Also das ist ja nochmal was anderes, ob ich selber kann oder wie ich es vermittle. Also es gibt unterschiedliche Themenbereiche. Ein Themenbereich heißt sich bewegen und tanzen. Da geht es vom Rollenspiel zu Tänzen hin, was wir heute auch so ein bisschen gesehen haben. Dann gibt es eins, Instrumente bauen und spielen. Da werden einfach wirklich elementare Instrumente ausprobiert. Die Kinder erfahren, wie entsteht Klang, wie entstehen akustische Phänomene. Das Verhältnis von Praxis und Theorie ist praxisorientiert, aber die Reflexion, die immer getrennt danach ist, also zuerst wird gespielt, musiziert, getanzt, sich bewegt und dann wird wirklich ein Schnitt gemacht, hinsetzen, die Schritte der Erarbeitung nochmal sich bewusst machen und von dort aus dann nochmal die Rolle als Erzieherin, wenn ich dann mit den Kindern arbeite, beleuchten. Ja, am Anfang, so die ersten zwei Male war es so, dass ich gedacht habe, ich muss das jetzt eins zu eins aufschreiben und dann so auch mit meinen Kindern machen. Aber nach dem dritten Mal hat man so gemerkt, nee, das sind alles nur so Anregungen und es ist nur so ein Tipp, wie baut man es auf. Und dann kann man es halt selber umsetzen, wie es passt, wie es für die Gruppe passt, für die Altersgruppe und für die Größe. Die Arbeitsweise der elementaren Musikpraxis bzw. in dem Fall der elementaren Musikpädagogik dann zu übertragen auf das eigene Material, das ist eigentlich unser Hauptziel. Ich mache Musik nicht gern allein, doch zusammen finde ich's fein. Das Highlight war, dass ich eins zu eins, was wir hier mal gemacht haben, das habe ich dann einfach in der Einrichtung gemacht und ich habe mir gedacht, das klappt doch nie, ich kann nicht einfach anfangen mit irgendwas und es hat aber super geklappt. Der ganze 8-tägige Zyklus ist immer auf ein Jahr konzipiert, es geht immer im Herbst los und ist dann so im Sommer, Juni, Juli abgeschlossen, startet eigentlich jährlich. Die organisatorische Seite wird sehr, sehr stark von der Stadt übernommen. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil für uns, weil die natürlich den Kontakt zu den Kitas haben und auch alle Anmeldungen und alle Kontakte dann da ganz direkt laufen können. Es gibt ein Zertifikat, das bei 7 von 8 Mal Anwesenheit vergeben wird. Jede Einheit ist ein Highlight. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich kommen kann und darum habe ich heute auch eben alles dran gesetzt, dass ich noch kommen konnte, weil es mir einfach ganz wichtig ist und mir Spaß macht. Ich finde es super genial, ich kenne nichts Vergleichbares. Ich glaube, das ist einmalig, ich weiß nicht, ich kenne sowas nicht. Ich finde es super, ich kann es bloß weiterempfehlen.
Also mein allergrößtes Anliegen ist einfach, dass die eigene Freude wieder entdeckt wird. Und gerade Erzieherinnen und Erzieher sind eigentlich sehr nah am kindlichen Spiel und am kindlichen Lernen und an der Motivation und auch an dem vertieften sich Auseinandersetzen, wozu Kinder ja so gut fähig sind. Und das wirklich auch wieder zu vermitteln, dass das uns Erwachsenen genauso zur Verfügung steht, das ist mir ein großes Anliegen.